Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Ziegloschen. Damit Ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft, lese ich Ihnen vor aus der Speisekarte des Restaurant und Hotel Höchsten, hier direkt neben unserer Kapelle. Wie wär's mit Schweineländchen im Bratmäntel, dazu hausgemachte Spätzle und Salatteller vom Buffet oder gefüllte Kalbsbrust mit feinem Gemüse oder Rehragout aus heimischem Revier mit Preiselbeeren, Spätzle und einem Salatteller vom Buffet, obwohl meine persönliche Leib- und Magenspeise ist eine Fuhre Mist, im Original Mistkarren, urschwäbischer Zwiebelrostbraten auf hausgemachten Spätzle mit einem großen Salatteller vom Buffet. Wissen Sie was? Ich glaube, Gott legt uns auch so etwas wie eine Speisekarte vor. Und auf dieser Karte wäre fein säuberlich davon zu lesen, was er uns alles liebevoll zubereitet, damit wir immer wieder auf den Geschmack seiner Freundlichkeit und in den Genuss seiner Liebe kommen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Freuen Sie sich heute auf einen ganz besonderen Menschen in der Stunde des Höchsten, nämlich den Chefkoch selbst, Hans-Peter Klemann, den Wirt des Hotels Höchsten, also unser Nachbar hier. Er steht mir Rede und Antwort über seinen Berufswunsch, ursprünglich mal Priester werden zu wollen, über das Leben hier im Paradies auf dem Höchsten und über seine neue Musik-CD. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst miteinander feiern, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie ein zu einem ersten Lied, Wir suchen deine Nähe. Du hast mich aus der Tiefe gezogen, so ist Psalm 30 überschrieben. Ich lade Sie ein, dass wir diesen Psalm miteinander beten. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen. Herr, mein Gott, als ich zu dir schrie, da machtest du mich gesund. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen, du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet. Dass ich dir Lob singe und nicht stille werde, Herr mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Thank you.
sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott, unser Vater, wir sind es gewohnt, für uns selbst zu sorgen. Wir machen uns viele Sorgen um uns, um unsere Gesundheit, um unsere Zukunft, um unsere Kinder, um unser Auskommen. Lass uns über all diesen Sorgen dich und dein Reich nicht aus dem Blick verlieren. Steck uns an mit der Sorglosigkeit Jesu und lass Vertrauen wachsen in dich und in deine gute Fürsorge für uns Menschen. Amen. Ich lese einen Text aus der Bibel, der steht im Lukas-Evangelium, 2. Kapitel, Verse 41 bis 52. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich, und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ich freue mich auf meinen Gast heute in der Stunde des Höchsten. Das ist Hans-Peter Klemann. Er leitet das Bergrestaurant und Hotel Höchsten, sprich ein Hotel direkt hier neben der Kapelle oder die Kapelle direkt neben dem Bergrestaurant und Hotel. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Und heute steht er mir Rede und Antwort. Es ist ja ganz interessant in der Bibel. Ich kenne zumindest nur 2 Wirte. Einmal der Wirt vom barmherzigen Samariter, der dann dem barmherzigen Samariter Kost und Logis frei gibt für den Kranken, und einmal den Wirt, der Maria und Josef sozusagen den Stall und die Tür öffnet. Ich werde mit Herrn Klemann darüber ins Gespräch kommen, wer für ihn das Leitbild ist. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo, Herr Klemann. Hallo, Herr Bräuning. Diese 2 Wirte, wer kommt Ihrer
Philosophie näher? Also ich denke, es ist eine Mischung von beidem. Und ich denke, es ist auch noch viel mehr. Es darf nicht nur Beruf sein, sondern auch Berufung. Also das heißt, der Gast kommt zu mir, einmal essen, trinken, schlafen. Aber wir möchten ihm viel mehr geben, auch die Wertschätzung. Ich denke, das ist ganz wichtig. Zu uns kommen Familien mit Babys, zu uns kommen Promis, zu uns kommt der Arbeiter in der Latzhose und jeder ist mir wichtig und ich möchte ihm einfach diese Wertschätzung geben. Das hätte er euch als Pfarrer sagen können. In der Tat, Sie wollten mal Priester werden. Warum wurde nichts aus dieser Karriere? Also das ist richtig. Also so mein Kindheitswunsch war Pfarrer. Also mein Vater war auch ein sehr gläubiger Mensch. Und diese Spiritualität hat er uns auch weitergegeben. Und ich habe als Kind gedacht, ach ja, das könnte ich mir vorstellen. Und habe gedacht, ach, ich werde Pfarrer. Und unser Dorfpfarrer war auch schon ganz glücklich, dass er wieder einen Nachwuchs aus der Pfarrei bekommen könnte. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Mit 16 Jahren, da hatte ich diese Null-Bock-Phase. Und ach, Schule, ach, will nicht mehr. Und da habe ich ganz kurzfristig eine Ausbildung zum Industriekaufmann angefangen. Und die habe ich dann auch zu Ende geführt. Und dann war es ein tragischer Unglücksfall von meinem Cousin, der eigentlich hier diesen Berggasthof weiterführen sollte. Und nachdem der tödlich verunglückt ist, hat meine Tante mich ein paar Wochen später gefragt, hättest du keine Lust, bei mir einzusteigen? Für mich war es nicht fremd. Wir waren als Kinder hier, sind ein- und ausgegangen und meine Patentante. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich dann einfach gesagt, ach du, ich probiere das jetzt. Und ja, und jetzt sind 30 Jahre vergangen und ich lebe da ja ganz gerne. Als Pfarrer, so kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, sind Sie Gott natürlich schon sehr nahe manchmal. Aber vermutlich sind Sie noch näher hier auf dem Höchsten. Fühlen Sie sich Gott manchmal hier in diesem Paradiesflecken etwas näher? Ja, also ich spüre es schon. Ich gehe ja oft auch mit meiner Frau hier spazieren. Und wenn wir hier spazieren gehen oder dann auch diese Weite spüren, diese Unendlichkeit. Ich denke, manchmal braucht man die Nähe für das Gebet und manchmal diese Unendlichkeit. Da spürt man doch auch, dass Gott in dieser Unendlichkeit einem ganz nahe ist. Sie gehen mit Ihrer Frau ab und zu spazieren. Ich habe gehört, Sie sind dann auch ab und zu hier in der Kapelle. Ja. Haben so besinnliche Momente. Wozu braucht es denn für Sie solche? Das ist auch ein ganz wichtiger Teil in unserem Tagesablauf. Also weil wir ja sehr stark eingebunden sind in den Ablauf, auch mit vielen Gästen. Und es ist auch wichtig, eine Ruhephase zu haben. Auch ganz bewusst zusammen, meine Frau und ich, wo wir zusammen dann spazieren gehen und dann hier auch kurz innehalten. Und wer einmal hier in dieser Kapelle war, der spürt, das ist eine Kraftquelle und das brauchen wir auch. Vermutlich haben Sie in den letzten Wochen recht häufig Stoßgebete zum Himmel geschickt. Sie bauen um hier für über 3 Millionen Euro. Was lässt Sie so gutgläubig oder so gottvertrauensvoll werden, dass das alles gut wird und dass das so die richtigen Entscheidungen sind? Ja, das ist vielleicht auch manchmal meine kindliche Unvoreingenommenheit. Also ich denke, ich nehme mich manchmal auch nicht so ernst, wie man selber denkt, man sich ernst zu nehmen sollte. Und ja, und es ist die letzten Jahre alles so gewachsen. Mhm. Und ich denke einfach, wenn die Sache gut ist, was ich vorhabe, und das ist ganz wichtig, dass man ganz gute Ziele hat. Und dann hoffe ich, dass Gott auch hinter diesen Zielen steht und mich trägt und dann geht ja alles ganz einfach. Und dann ist das Materielle, das ist dann einfach zweitrangig. Es geht um die Sache. Aber das ist ein schönes Zitat, wenn ein Unternehmer sagt, wenn Gott mich trägt, dann klappt doch alles. Ja. Das ist schön. Ja. Sie sind aber nicht nur Unternehmer, Sie sind auch Musiker und haben jetzt eine neue CD rausgebracht, Stern überm Bodensee. Das finde ich eine tolle Geschichte. Bevor wir darüber reden, würde ich sagen, hören wir mal in ein Lied rein. Welches ist denn Ihr Lieblingslied von der CD? Also einmal Stern überm Bodensee und dann kommt die Glocke vom Ilmensee und das Tal der Liebe.
Also Tal der Liebe, da hören wir nachher noch ganz rein. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Lied an, Stern über dem Bodensee. Ein paar Takte daraus. Stern, der den Weg mir weist, Stern, der in die Zukunft reist, Stern, der die Liebe kennt und wie Feuer brennt. Stern, der die Liebe kennt und wie Feuer brennt. Du bist mein Stern. Wunderschöne Musik. Normalerweise heißt es ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Sie bleiben nicht in der Küche und bei ihren Gästen, sondern machen Musik. Was bedeutet Ihnen die Musik? Musik ist auch ein großer Ausgleich. Also in der Musik kann ich auch vieles loslassen, was mich irgendwo drückt. Also die Lieder schreibe ich ja alle selber und die kommen wirklich aus dem Tagesablauf raus. Also wenn mich irgendwas drückt oder ich eine ganz bestimmte Stimmung in mir habe und das muss raus und dann muss ich einfach ein Lied schreiben. Wir hören gleich noch rein in das Lied Tal der Liebe. Gibt es da biografische Züge auch in solchen Liedern? Tal der Liebe ist ja eigentlich aus einer wahren Geschichte entstanden. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Familien oder auch die Kinder aus Friedrichshafen hier aufs Land raus. Friedrichshafen war ja ausgebombt. Die Leute waren bettelarm. Und die kamen dann hier ins Deggenhauser Tal und die Kinder haben wirklich um ihr tägliches Brot gebittet und gebettelt. Und die Leute hier aus dem Deggenhauser Tal, die waren so liebevoll, so fürsorglich. Und die haben den Kindern wirklich alles gegeben. Und aus dieser Situation ist auch der Begriff Tal der Liebe entstanden. Mhm. Und viele, die diese Liebe erfahren haben von den Kindern oder Jugendlichen, die sind dann später auch ins Tal der Liebe gekommen und haben da auch die Liebe ihres Lebens gefunden. Mhm. Schön, davon singen Sie uns gleich. Mhm. Jetzt verraten Sie uns aber zum Schluss noch Ihre Philosophie. Was hat sich denn über die 30 Jahre hier oben auf dem Höchsten für Sie persönlich für eine Philosophie zusammengetragen? Also die Betriebsphilosophie und auch meine persönliche, das ist ganz einfach. Geben macht seliger als nehmen. Und wir versuchen einfach den Gästen mehr zu geben. Einfach nicht nur, wie gesagt, materiell essen, trinken, schlafen, sondern einfach, dass der Gast, der hier herkommt, als Fremder kommt und als Freund auch geht. Also er soll hier wirklich erfahren, was ich vorher schon gesagt habe, diese Wertschätzung, und die braucht jeder Mensch. Da haben Sie recht. Ich habe vorhin in der Anmoderation schon von Ihrer Speisekarte zitiert. Ja? Mhm. Da kommt man wirklich in den Genuss und auf den Geschmack. Sie haben uns jetzt auch noch mal auf den Geschmack gebracht, auch vielleicht mal hier Urlaub zu machen. Ja. Danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie da waren, Herr Kleemann. Alles Gute für Ihre Arbeit hier im Tal der Liebe. Ich freue mich, dass Sie da waren. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, Herr Kleemann. Dankeschön. Als kleiner armer Junge schickte man mich zu Hause fort. Ich irrte weit umher und fand an diesen Ort. Hier wurde ich von liebenden Herzen empfangen, Stimmen, die so zärtlich klangen. In diesem Tal, da fand ich Engel überall. Ich liebe Lagerfeuer. Könnt ihr eigentlich jeden Abend am Lagerfeuer verbringen, könnt ihr stundenlang unter freiem Himmel verbringen, in die Glut schauen, mich am Feuer wärmen. Irgendwie hat das etwas Unbeschreibliches an Gemütlichkeit, Entspannung, aber auch, wie ich finde, an Energie und Inspiration. Die Gedanken sortieren sich so langsam, es kehrt wieder Ruhe ein
Oft schweift der Blick dann von der Glut, wie gesagt, in den Sternenhimmel. Fantastisch, wenn man diese Weite wahrnimmt, dieses gut geplante, diese schön ausgedachten Konstellationen. Ich bin zwar kein Sternendeuter, aber es überkommt einen schon das Gefühl von unendlicher Größe und Herrlichkeit und wird nicht selten mit seinen Gedanken auf den gelenkt, der all das erschaffen hat. Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also mal ehrlich, so richtig romantisch wird's am Lagerfeuer eigentlich dann, wenn ein guter Freund zur Gitarre greift und mit einem dann zusammen den ein oder anderen Song trällert. Reinhard Börner ist bei mir und mit ihm zusammen singen wir irgendeinen Schlager oder ein Kirchenlied oder ein Volkslied, was auch immer. Für mich Musik am Lagerfeuer, das höchste der Gefühle. My body is over the ocean. My body is over the sea. My body is over the ocean. Oh, bring back my body to me. Bring back, oh, bring back my body to me. Bring back, oh, bring back my body to me. Last night as I lay on my pillow, last night as I laid on my bed, last night as I lay on my pillow, I dreamed that my body was dead. Bring back, oh bring back my body to me. Bring back, oh bring back my body to me. Das kann eigentlich dann nur noch übertrumpft werden von einem Leckerbissen. Ein saftiges Steak, eine gute rote Wurst, gegrillter Fisch oder sonst irgendeine Leib- und Magenspeise. Mit vom Wichtigsten am Lagerfeuer sind natürlich die Geschichten, die man sich erzählt. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Kindern am Feuer sitze, bin ich immer höchst gespannt auf die Geschichten, die sie mir erzählen. Rebecca zum Beispiel erzählte mir neulich beim Feuer, wie sie mit der Mama im Auto in die Stadt gefahren ist. Und dann erzählt sie, weißt du, Papa, immer wenn die Mama in eine scharfe Kurve fährt, dann macht sie die Augen zu. Was? Frage ich zurück. Sie macht die Augen zu, in einer scharfen Kurve. Ja, Papa, weißt du, ich persönlich kann die Augen nicht zumachen, weil mir wird es dann immer ganz schlecht beim Autofahren, wenn ich die Augen zumache. Natürlich habe ich mich darauf noch mit meiner Frau über ihren Fahrstil ausgetauscht, auch beim Lagerfeuer, um dann zu erfahren, dass Rebecca wohl irgendwas verwechselt hat. Natürlich schließt meine Frau in scharfen Kurven nur dann die Augen, wenn sie im Flugzeug sitzt. Sie hat Flugangst, so hat es meine Frau begründet. Irgendwie war ich dann beruhigt, aber reicher an einer interessanten, amüsanten Geschichte am Lagerfeuer. Sagen Sie, wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Ich rutsche ein wenig. Es ist Platz für uns alle. Wärmen Sie sich. Genießen Sie die Zeit und lassen Sie es sich gut gehen. Und wissen Sie was? Ich glaube, wenn Jesus dann noch vorbeikommen würde, dann würde er sich vermutlich sofort zu uns setzen. Er ist ein Freund dieser Lagerfeueratmosphäre. Nicht selten lesen wir in der Bibel, wie er für sich und seine Jünger ein Lagerfeuer bereitet hat und wie er dann ganz viel Zeit hatte, um bei einem guten Essen tief ins Gespräch zu versinken. Gespräche, in denen es im wortwörtlichen Sinne um Gott und die Welt ging. Eine solche Situation wird zum Beispiel im Johannesevangelium beschrieben. In Johannes 21, ganz am Schluss. Jesus war gestorben und dann begegnet er seinen Jüngern am See Tiberias. Und in Vers 9 heißt es dann, als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und leckeres Brot. Und als sie gut gegessen hatten und schon längst erkannt hatten,
dass sie Jesus selbst dieses Lagerfeuer zu verdanken haben, da kommt Jesus mit ihnen ins Gespräch. Viel erzählt er in solchen Gesprächen von Gott, wie Gott wirklich ist. Er spricht von seinem Vater, der viele Wohnungen hat, wo jeder von uns eine himmlische Heimat, ein Zuhause haben kann. Und er spricht davon, wie Gott voller Liebe ist. Heiß brennt nach uns wie ein Backofen voller glühender Liebe. So drückt es einmal Martin Luther aus. Und wie es Gott beunruhigt, wenn in unserem Herzen das Feuer seiner Liebe erlischt, wenn wir abgesondert, getrennt von Gott sind, nichts mehr spüren von seiner Menschenfreundlichkeit, wenn sich die Kälte um uns ausbreitet. Heute, als er mit Johannes und Petrus und einigen anderen nach seiner Auferstehung am Lagerfeuer sitzt, geht es im Gespräch um seine Freunde höchstpersönlich. Ihm liegt daran, die Unruhen der letzten Tage nach seinem Tod noch einmal aufzuarbeiten und wieder zu ordnen. Ihm liegt daran, jedem Einzelnen zu versichern, egal was war, egal wie feige du, Petrus, dich verhalten hast, egal wie groß die Enttäuschung war, ich halte zu dir. Ich bin nach wie vor überzeugt von deinen Qualitäten. Ich stehe zu dir, ich gehe mit dir, egal was dir auf deinem Lebensweg noch alles widerfahren wird. Ich bin für dich, selbst wenn alle gegen dich sind. Und er macht seinen Jüngern deutlich, wie wichtig sie ihm sind, wie wertvoll sie ihm bleiben und dass er sie mit Aufgaben betrauen will. Er hat vollstes Vertrauen in sie. Am Lagerfeuer spüren es seine Jünger. Es ist nicht alles aus. Es geht weiter. Und sie alle dürfen ein Teil sein in dieser weltweiten Jesusbewegung, in diesem Reich Gottes. Tja, und von Zeit zu Zeit legt Jesus vermutlich Holz nach. Legt noch einen Holzscheit drauf. Denn er spürt, dass das Feuer immer wieder kleiner wird und auszugehen droht. Gerade nach den Ereignissen der vergangenen Tage, wo die Jünger so bitterlich enttäuscht waren über den Tod Jesu. Sie dachten, es wäre alles aus. Genau jetzt ist die Zeit gekommen, wo Jesus neu das Feuer in ihnen entfachen will. Es soll wieder brennen, was in ihnen an gutem Glauben, an großer Hoffnung ist. Es soll wieder hell strahlen, ihr kleiner Glaube, mit dem sie doch Berge versetzen können, mitten in der Nacht. Und von Zeit zu Zeit, so stelle ich mir es vor, lädt er seine Jünger ein, noch näher zusammenzurücken, noch näher ans Feuer zu rücken, um die Wärme zu spüren, die von einer festen Gemeinschaft ausgeht. Und er zeigt auf verbranntes Holz, auf eine Kohle, die schon verglüht ist, die abseits vom Feuer schon längst erkaltet ist. Bleibt doch in meiner Nähe, sagt er, und ich bleib bei euch. Bleibt drin in der Gemeinschaft, in der ihr weiterhin das Brot miteinander teilt und auch eure Sorgen. Wie oft haben wir schon am Lagerfeuer, zum Beispiel bei Freizeiten, mit einem ganz bestimmten Lied den Abend beendet. Vielleicht ein Lied, das auch den Jüngern aus der Seele gesprochen hätte. Ich lade sie ein, mitzusingen. Zünde an dein Feuer. Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Herr, mög es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quelle. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Zünde an dein Feuer. Der Auferstandene würde uns beim Lagerfeuer heute nichts anderes sagen als das, dass er mit uns ist, dass er für uns bleibt, egal was kommt. Ich wünsche Ihnen, dass dieses Feuer sich in uns ganz neu entzündet, dass es uns wärmt, aber auch andere wärmt, die zu uns kommen.
Wenn wir schon hier beim Feuer zusammensitzen, lade ich Reinhard Börner einfach ein, sing uns noch ein Segenslied zu. Den Frieden im Rauschen der Wellen, den Frieden im schmeichelnden Wind, den Frieden über dem stillen Land, den Frieden der Sterne, die über uns sind, den Frieden wünsche ich dir, den Frieden wünsche ich mir. Schmerz zu erfahren, den Mut bis zum Gipfel zu gehen, den Mut, Unmögliches zu wagen, den Mut, auch den Stürmen zu widerstehen, den Mut wünsche ich dir, den Mut wünsche ich mir. Zu träumen, die Zeit einfach glücklich zu sein, die Zeit zu spielen und zu lachen, die Zeit von Zeit zu Zeit dankbar zu sein, die Zeit wünsche ich dir, die Zeit wünsche ich mir. Auf all deinen Wegen, die Hoffnung da, wo du jetzt stehst, die Hoffnung wie Wind in den Segeln, die Hoffnung, die trägt überall, wo du gehst, die Hoffnung wünsche ich dir, die Hoffnung wünsche ich mir, die Hoffnung wünsche ich dir, die Hoffnung wünsche ich mir. Auch heute möchte ich Sie vor dem Fürbittengebet wieder darauf hinweisen, dass wir auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de eine neue Rubrik eingerichtet haben, in der Sie Ihre Gebetsanliegen hinterlassen können, die wir dann gerne hier im Fürbittengebet im Fernsehgottesdienst aufgreifen. Ich freue mich, von Ihnen zu lesen und freue mich, wenn Sie Vertrauen haben und uns Ihre kleinen und großen Sorgen anvertrauen. Jetzt lassen Sie uns beten. Heiliger Gott, Vater im Himmel, wenn es dunkel wird, sei du unser Licht. Wenn die Kälte in dieser Welt uns erstarren lässt, umhülle du uns mit deiner Wärme. Wenn uns die Zeit zwischen den Fingern zerrinnt, berge uns in deinen Händen. Wenn die Unruhe uns quält, lass uns Ruhe finden in deiner Nähe. Zu dir wollen wir hin. Unser Gott,
In deiner Gegenwart können wir leben. Gemeinsam beten wir so, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehen Sie nun als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der über dir spricht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Amen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen den Mund wässrig machen, aber auch den Hunger nach dem Wort Gottes stillen. Schön, dass Sie bei uns waren. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Gerne können Sie mit uns in Verbindung bleiben. Das geht über den postalischen Weg, das geht per Mails oder das geht mit einem Anruf. Gerne können Sie auch einen Eintrag in unserem Gästebuch hinterlassen. Schauen Sie vorbei auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Dort können Sie auch die Predigten herunterladen und Sie können einen Newsletter bestellen, mit dem wir Sie einmal im Monat über das aktuelle Programm hier Stunde des Höchsten informieren. Eine Minute Fernsehgottesdienst kostet uns die Summe von 67 Euro. Das hochgerechnet auf 45 Minuten pro Sonntag, viermal im Monat, das ist eine Menge Geld. Danke für alles, was Sie uns schon an Unterstützung haben zukommen lassen. Danke, wenn Sie uns auch weiterhin helfen, dieses Geld aufzubringen. Uns ist diese Arbeit am Wort Gottes und mit dem Wort Gottes sehr wichtig. Danke dafür. Nun wünsche ich Ihnen eine von Gott gesegnete Zeit. Machen Sie es gut. Bis zum Wiederfernsehen. Auf Wiedersehen.